Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last Guardian auf der Bläse 5. Ja, da stehe ich mit meinem Schwanz. Also nicht mit meinem Schwanz, sondern mit Trikots Schwanz. Und ja, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Wir sind dann wahrscheinlich schon so knapp vorm Schluss. Und ich, wenn ich hier da irgendwie mit dem Spiel so, seht ihr, da bewegt er sich, aber es bringt irgendwie nichts. Irgendwie bringt das nichts. Da, ich weiß nicht, soll ich mal, habe ich da oben was übersehen? Ich weiß nicht. Ich schaue noch einmal kurz drauf. Ich habe jetzt gerade wieder überhaupt keinen Plan. Aber eines ist gut, diese schwarze Masse, also dieser, ich weiß jetzt nicht, am Meister des Tals, glaube ich, nennt sie der. Also, oder das, jene, was auch immer. Irgendwas, etwas so. Ich will da rauf. Wie geht das? So, hallo, ich will. So, genau. Irgendwie muss ich da vielleicht da irgendwas zerstören. Komme ich da nach oben noch einmal jetzt irgendwie? Und ich weiß nicht, was das mit dem Schwanz da auf sich hat. Wir probieren es einfach noch einmal. Kann ich da jetzt drauf? Das ist ja gegangen noch. Vielleicht kann ich da jetzt was zerstören noch oder irgendwas mit dem Spiegel anrichten. Ah, das ist zu... Also wie gesagt, dieses Spiel von Anfang bis zum Schluss. Nur Rätsel. Dann kommst du, schaffst du wieder weg. Ah, kommst wieder ein paar Schritte weiter. Und ist da irgendwo... Kann man da was zerstören? Aber da kommt man nicht hin, oder? Kann man da irgendetwas... Kann man das anvisieren? Geht da? Oh, war da noch was jetzt? Irgendwas? Ich höre immer irgendwelche Geräusche. Kann ich da irgendwas? Ich sehe gar nichts. Was ist jetzt? Ist da was? Na, das macht der Schwanz, oder? Ach Gott, ich weiß nicht. Hätte ich den Schwanz da, glaube ich, nicht runterlassen sollen, oder? Also runterfallen lassen, oder? Ist das jetzt, habe ich da irgendwas falsch gemacht? Ah, jetzt. Okay, okay. Ich habe was zerstört, oder? War das gut? Ich hoffe. War das jetzt richtig, oder? Aber irgendwas muss das ja bewirkt haben, oder? So, und jetzt? Nochmal. Da oben was. Ich ziehe da oben einmal hin. Kann ich da jetzt... Es wackelt alles. Ich habe keine Ahnung. Da. Muss ich das öfter machen, oder? Es ist irgendwas... tut sich, aber es ist auch so hell, man sieht gar nicht. Da habe ich jetzt was bewirkt dadurch, weil ich das zerstört habe? Soll ich noch mal nach unten, oder? Ah, oh, ich habe keine Ahnung. Den Spiegel hier, Moment. Na, das wird auch nichts bringen, das war nur... Kann ich das noch mal einsetzen? Na, es lässt sich gar nicht einsetzen mehr, okay. Ich lasse mich da nochmal runterfallen. Moment, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, vorsichtig. Ist das jetzt anders? Na, oder? Na, Moment, Moment. Ich schaue noch einmal runter. Oh ja, das ist jetzt anders, oder? Na, oder? Hä? War das vorher auch schon so? Hallo? Oh, jetzt hat es wieder weh an. Irgendwas hat sich da jetzt geändert, durch das zerstört habe, oder? So, der Schwanz, der macht was. Aber egal. Oh Gott, oh Gott. Gut, wo ist der? Ist der jetzt überhaupt noch da, der Schwanz? Hallo Schwanz, wo bist du? Da liegt er, okay. Gut, dann soll ich jetzt noch einmal... Soll ich den jetzt noch einmal hier anvisieren? Bringt das jetzt was? Kannst du jetzt irgendwas... Okay, nein, ich will... Oder das vielleicht? Da kann ich das jetzt... Ah, vielleicht kann ich das jetzt zerstören, das ist... Weil das ja jetzt hatte diesen Käfig nicht mehr rundherum. Moment, vielleicht geht das. Schau, na, oder? Probieren wir's. Kannst du da jetzt... Hallo, Schwanz, kannst du... Ja, irgendwas tut sich... Ja, es ist, irgendwas hat sich dann.
Irgendwas hat sich wirklich... Da, bitte sag's, bitte sag, das ist es. Oh. Bitte sag, dass das jetzt war. Rico. Lebst. Ja. Rico. Da war ich am Anfang.
Ja, ich habe kurz auf lautlos geschaltet. Ich kann mich nur umsehen. Agoji, Ajukui, Atisnekia Tagi. Wow. Und so endet sie, die Geschichte. Aber es bleibt noch immer eine Frage offen. Hat das Trick überlebt? Und wenn ja, was wurde aus ihm? In das Nest, glaube ich, konnte er nicht mehr zurück. Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Alleine hat er, glaube ich, wie viel Sperre der da drinnen stecken gehabt hat am Schluss dann. Aber er hat mich gerettet. Er hat eigentlich sein Leben geopfert für mich. Also das ist jetzt genauso eingetroffen, wie ich mir es nicht gewünscht hätte. Ich habe immer gesagt, er wird sterben am Ende. Und ich glaube, so wird es auch sein. Also es ist am Schluss noch irgendeine Cutscene oder irgendwas, was positiv endet. Aber wie gesagt, egal, wir werden uns auf jeden Fall die Credits noch fertig ansehen. Manchmal bei Spielen ist es ja so, dass man sieht jetzt apropos noch einmal die ganze Geschichte bzw. alles, was wir erlebt haben, hier noch einmal in einem so einer Art Kurzfilm. Das ist auch toll gemacht. Da werden wieder Erinnerungen wach, boah, ach Gott, war das Zeiten. Ja, wir haben schon ein bisschen was erlebt mit Trico hier in diesem Abenteuer. Ja, wie gesagt, am Ende von den meisten Spielen ist nach den Credits noch etwas. Man nicht immer, aber manchmal
darum warte ich immer bis zum Schluss ab. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt gehen wird, wie lange die Credits laufen. Jedenfalls so viel Zeit nehmen wir uns auf jeden Fall noch. Wow, was soll ich sagen, mein Lieben? Dieses Spiel war einzigartig, ja. Also ich habe in meinem Leben schon sehr viel gespielt, ja. Ihr habt es vielleicht auch in meiner Beschreibung schon manche gelesen, auf YouTube, dass ich mit dem alten Commodore groß geworden bin. Da die ersten Spiele, VC20 sogar schon, ja. Das hat es eigentlich sonst noch gar nichts gegeben. So Einschiebekassetten, die riesig groß waren. Fast so groß wie damals, eine Videokassette. Und ja, bis heute sehr viel gespielt, aber sowas war einzigartig. Also das habe ich, sowas in die Richtung habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Und ich bin sehr, oh, das war auch was mit diesem Wasserloch. Ich war aber sehr froh und bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe lange überlegt, ob ich es machen soll, dieses Spiel. Ob ich es in Angriff nehmen soll, aber ich habe mich Gott sei Dank dafür entschieden und ich habe keine Minute gemisst. So ein tolles Spiel. Die Atmosphäre und das Ganze, man, das Level, der Levelaufbau. Die Geschichte, ja, sie war nicht, wie soll ich sagen, nicht so, dass alle 5 Minuten Story, Story, Story war. Es war nicht viel. Man hat 2-3 Mal so eine Art Vision erlebt, wo man kleine Ausschnitte gesehen hat, beziehungsweise Rückblenden. Und auch jetzt wieder kurz, aber das reicht. Man braucht nicht mehr. Man kennt sich aus, man weiß alles. Man, wie auch natürlich, wie gesagt, das Ende, das absolute Ende, wie es mit Rico endet und beziehungsweise nicht endet. Jo. Ist atmosphärisch ein Wahnsinn, dieses Spiel. Ha, hier diese, unsere Waffe eigentlich, ne? Ich glaube, die Credits dürften gar nicht so lang sein, wie es aussieht. Die Musik so packend auch, also das war so, ja, einfach nur grandios. Mehr kann ich nicht sagen. Wenn man sagt, mach aus wenig viel, dann haben sie es geschafft. Wow. So. Kommt da noch was? Nein, ich glaube nicht. Das ist wieder der Startbildschirm dann, glaube ich. Oder? Irgendwas ist da komisch noch, oder? Sehe ich da noch was? Kann ich nachbewegen, kann ich nichts. Sehe ich jetzt nicht, da muss ich was drücken. Ich traue mich nicht. Ich drücke mal eine Taste. Ja. Aber irgendwas tut sich da ja noch. Ah, jetzt? Zoom nach außen? Okay, ja. Na, schauen wir mal. Vielleicht ist wirklich noch eine Cutscene. So hat sie auch begonnen, ne?
Wow. Jo, ich bin glücklich. Ich bin glücklich, meine Lieben. Trikot lebt. Wow. Boah, ich habe schon gar nicht mehr geglaubt. Gott sei Dank. War das jetzt nochmal ein Augenöffner zu Schluss? Wahnsinn. Also dieses Abspannvideo hier noch einmal am Schluss nach den Credits. Echt toll. Echt toll. Wahnsinn. Dieser Flug über die Wolken, dann bis hin zum Nest und dann nach unten, dieser Sinkflug dann in das Höhlensystem hinein bis zu Trikot, das war schon was, ne? Wow, kann ich da nur sagen, war schon cool. Und was ganz cool war, also was mir extrem toll gefallen hat, das war dann diese Szene, wie ich dann dieses Schild eben aufgehoben habe. Das, was wir auch schon am Anfang gesehen haben, bevor das Spiel begonnen hat und jetzt wieder. Und ich glaube, das ist auch das Ende. Als ich das, glaube ich, war, ja, also ich war der mit den Symbolen am Körper, auf der Haut eingeprägt, habe ich dann den Kindern, also quasi der nächsten Generation gezeigt, schon mehr oder weniger, den Weg zu Trikot. Also quasi ich habe mit ihm eine Verbindung aufgebaut und somit haben wir quasi gemerkt, gesehen, dass er es überlebt hat. Ja. Also dieser Mann, dieser ältere Mann mit dem Bart am Schluss, das war ich, ja. Da ist einige Zeit vergangen, so glaube ich, war das. Also bin mir da ziemlich sicher. Also das war schon auch eine tolle Sache. Also kann man wirklich sagen, Ende gut, alles gut. Alle haben es überlebt, ja. Ich habe meine Geschichte weitererzählt, mehr oder weniger der nächsten Generation. Und Trico hat es überlebt. Ich hoffe, es geht ihm gut. Und er lebt noch lange in seinem Nest, ja, mehr oder weniger. Jo, wow, das war cool, ne? Na, aber auch noch einmal ganz kurz, also ich bin geflasht von diesem Spiel. Die Atmosphäre, die Größe, dieser, ich habe es oft erwähnt, dieser Gigantismus, das ist mein selbstkreiertes Wort hier für dieses Spiel, dieser Gigantismus, diese Größe im Spiel, ja. Also nicht ich war ein kleiner Junge, ja, aber das Spiel hat so viel größer gezeigt, optisch. Ja. Also man hat gemerkt, wie riesig und wie klein man eigentlich im Vergleich zu dem Ganzen ist. Ne. Und natürlich von Trikot gar nicht zu sprechen. Ne. Also auch dieses Fabelwesen, sage ich einmal, Trikot, war ja riesig groß. Ne. Also ein riesig großes Vieh. Und ja, also die Rätsel waren, ja. Also die Rätsel waren heavy. Also heavy jetzt nicht einmal so schwer, würde ich sagen, aber was manchmal dann zu Ende, sagen wir ab dem letzten Drittel des Spiels, ein bisschen stressig dann teilweise schon war, du bist von einem Rätsel dann, bist rausgekommen, du hast dich gefreut, dass du das geschafft hast. Und dann
vielleicht kurz ein paar Minuten und dann schon wieder ins nächste und du bist wieder gehängt und wieder und so ist es weitergegangen. Also okay, gut, das soll so sein, nicht? Die Actionlastigkeit, sage ich einmal, ist jetzt nicht die Extreme. Man hat ein paar so Action-Sequenzen gehabt, was man durchgespielt hat, aber im Großen und Ganzen war es auf jeden Fall mehr rätsellastig. Und das habe ich mir auch gedacht, ich habe es nicht gewusst, denn ich habe das Spiel noch nicht gekannt, aber ich habe es mir gedacht, dass das sicher jetzt kein, weiß ich nicht, totales Action-Adventure wird, sondern mehr ein rätseliges Spielchen. Und das war aber auch gut. Ich finde auch diese Abstimmung zwischen Rätseln und Action-Parts war auch gut gemacht. Also man hat da richtig gut gemerkt. Ein Kritikpunkt, der mir nicht gefallen hat, aber das hat man auch oft genug gemerkt und habe ich auch oft genug gesagt, war die Kamera. Ja. Also die Kamerafahrten bzw. Einstellungen, wenn ich jetzt mit Trikot hantierte, war teilweise ja nicht so optimal, eher suboptimal würde ich sagen, denn das Lenken und das war halt für mich, du musstest wirklich pixelgenau stehen, dass du dann 5, 6, 7, 10 Minuten dich immer nur drehst, bis er endlich dann irgendwann einmal abspringt, beziehungsweise sich dann dreht und wirklich das macht, was du willst. Das, ja, vielleicht kann auch sein, dass ich mich selbst ein bisschen zu dumm angestellt habe, wird auch schon sein, dass ich da vielleicht auch ein bisschen, ja, andere das vielleicht besser können, mag schon sein, wird auch so sein. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Kamerabewegung von Trikot und so, glaube ich, nicht so optimal war. Vielleicht bin mir sicher, dass da einige diese Meinung mit mir teilen. Ja, sonst kann ich eigentlich überhaupt nichts Negatives sagen. Dieses Spiel einfach nur toll, einfach grandios. Und ja, auch natürlich der Ton, also das Orchester, was man da gehört hat im Hintergrund manchmal, war nicht sehr oft, aber so leise und so, dann ist es immer lauter geworden. Also das ist dann wirklich atmosphärisch dann natürlich auch noch einmal ordentlich zur Sache gegangen. Das hat mir sehr gut gefallen auch, ja. Gut, also ich misse es auf keinen Fall, dass ich es gespielt habe. War wirklich eine tolle Erfahrung. Und kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, der es noch nicht gespielt hat und ja, probiert es selber aus. Und es ist nämlich immer was anderes, ob ich jetzt selber spiele oder ob ich da beim Zuschauen. Und das ist auch, wenn man dann oft so dumm dasteht und dann nicht weiterkommt und der andere schaut dann zu und denkt sich, oh Gott, na was, das ist ja, liegt ja eh auf der Hand, wieso macht er das nicht, wieso kann der das nicht? Oder da springt er, stellt er sich so blöd an, wie es mir auch öfter passiert ist, aber das habe ich auch am Anfang schon gesagt. Es ist immer einfacher, wenn man zuschaut, als wenn man selber spielt. Oder genauso, dass man mal was übersieht oder läuft man zwei, dreimal wo vorbei und man will es schon, ja, und der andere, der was zusieht, der sagt dann einfach, oh Gott, schlägt die Hände zusammen oder so. Aber ja, so ist es halt. Passiert immer selber auch, wenn man beim anderen zuschaut, denkt man sich's ja auch. Ne? Aber ist ja nur so gesagt. Gut, ja, dann war's das eigentlich. Und ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder der ein oder andere dabei wart, hoffentlich. Und vielleicht das ein oder andere Video mit mir geguckt habt. Es würde mich auch freuen, wenn ihr weiterhin wieder das ein oder andere Video mit mir schaut. Ein Daumen hoch, ein Like oder ein Abo. Würde mich natürlich sehr freuen. Gut, und in diesem Sinne werde ich mich dann verabschieden bei euch und sage herzlichen Dank fürs Zusehen, sage ich, Trikot. Ja, und natürlich meine Wenigkeit. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba, macht's gut, ciao.